Hi Leute, heute geht's um Gourmet-Rohkost versus einfach gekocht. Also, viele hauen sich ja unglaublich viel Gourmet-Rohkost rein und ihre Rohkost besteht hauptsächlich aus Gourmet-Rohkost, die hochverarbeitet ist. Und ich möchte heute mal auf den Punkt drauf eingehen, im Vergleich zu einer einfachen Kochkost, wie zum Beispiel einfachen gedämpften Kürbis, gedämpftes Gemüse jeglicher Art, Spinat, Wirsing gedämpft, ganz einfach, ja, gedünstetes Gemüse ohne großartig Öl oder irgendwelchen Gewürzen. Oder einfach nur ein gebackener Kürbis ohne Öl und alles im Ofen. Oder gebackene Süßkartoffeln. Das ist eben einfache Kochkost für mich. Und diese einfache Kochkost halte ich größtenteils für besser, gesünder als diese hochverarbeitete Gourmet-Rohkost. Und unter hochverarbeiteter Gourmet-Rohkost, da meine ich jetzt wirklich hochverarbeitete Gourmet-Rohkost, und zwar sowas wie, wenn du Rohkostkuchen und Torten hast, die als Hauptbestandteil aus Öl und Agavensirup zum Beispiel bestehen. Beides mag vielleicht roh sein, trotzdem sind beides hochkonzentriert. Es macht auch nochmal einen enormen Unterschied, ob das jetzt Datteln und Nüsse sind, aus denen jetzt so eine Gourmet-Rohkost-Torte zum Beispiel besteht, oder ob das eben, ja, nur Öl und Agavensirup und dann noch, ja, was weiß ich, was da noch reingemischt wird, so. Alles dann, ja, zwar roh, aber hochkonzentrierte Produkte trotzdem und Auszugsprodukte. Weil in der Natur kommt kein Agavensirup so vor, sondern es ist wieder konzentrierte Masse und genauso wie Öl. Ist konzentriert aus dem Samen gezogen. Dann lieber Nüsse mit Trockenfrüchten zum Beispiel gemischt. Das ist noch besser bei Gourmet-Rohkost. Aber solche hochverarbeitete Gourmet-Rohkost, wie ich eben gerade gesagt habe, mit viel Öl und Agavensirup oder anderen konzentrierten Süßungsmitteln, halte ich für schädlicher, als wenn man einfach nur einen gedünsteten, gebackenen Kürbis, Süßkartoffeln oder sonstiges gedünstetes Gemüse isst. Und es geht da auch viel um Dogmen, um Glaubenssätze, die man im Kopf hat. Ich muss jetzt irgendwie 100% roh essen oder so. Schlag dir das noch aus dem Kopf. Diese Glaubenssätze, die untergraben deine Intelligenz. Wenn du ein Muster hast, nach dem du immer handelst, wozu kannst du dann überhaupt denken, wenn du eh immer das Gleiche machst, immer. Es ergibt keinen Sinn. Da ist das Bewusstsein, hält dazu sehr diesen Glaubenssatz fest. Und schau lieber, dass deine Ernährung immer einfacher, immer gesünder wird. Ziel ist es auch, von diesen einfachen, gekochten Kost wegzukommen dann. Aber auf Dauer. Da kein Dogma draus machen, sondern wirklich langsam das immer mehr reduzieren. Und nicht einfach nur alles, was roh ist, ist super so. Klar, für den Anfang, ich möchte es jetzt nicht schlecht machen, solche Gourmet-Rohkost. Für den Anfang ist es super, aber auch wenn ihr solche Torten macht, schaut da trotzdem, dass ihr da Nüsse und Trockenfrüchte verwendet, anstatt, ja, Agavensirup und Öl. Wollte ich nur mal kurz heute erwähnen in dem Video. Als kleiner Gedankenanstoß, macht euch da selbst eure Meinung drüber, probiert's aus. Schaut, was euch wie gut tut, wie ihr euch nach der Mahlzeit fühlt, wie platt seid ihr. Ob ihr danach müde seid, probiert's aus. Macht eure eigenen Erfahrungen. Aber lasst von diesem Glauben und doch mal los. Alles, was roh ist, ist super. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.